abgeschnitten. Mein Freund hier hat ihm den Todesstoß versetzt. Laurik. Warum zeigt ihr es nicht den anderen? Ein kluger Rat, wie immer. Redet näher. Wir sollten reden. Mach ich. Ihr habt meinen Sohn gerecht. Ich werde nicht vergessen, was ihr heute für die Chatul getan habt. Und der Clan wird es auch nicht. Falls ihr bereit dazu wärt, dann bräuchte ich jemanden mit eurem Können. Das mach aber. Wenn Clan Chatul überleben soll, muss es einen neuen Häuptling geben. Laurik ist ein Anwärter. Mhm. Der andere ist Ulgish. Ich möchte, dass ihr ihn trefft. Wieso? Ulgish ist nach Orsinium zurückgekehrt, kurz nachdem mein Sohn verwundet wurde. Er erklärte sich selbst zum Anwärter, doch ich weiß nicht, warum. Der Junge hat weder das Hirn noch den Ehrgeiz dazu. Der Dienst bei der Orsinium-Wache war der Vorschlag meines Sohnes. Was ist so wichtig? Die Chatul brauchen einen Häuptling, dem der Clan wichtiger ist als er selbst. Wir haben keine Mauern, um uns dahinter zu verstecken. Nur unsere Gerissenheit und unser Geschick beim Treiben der Echärtere. Wenn Ulgish beides nicht hat, muss ich das wissen. Wo ist er? Ich habe ihn hinter Tripler hergeschickt, unserem faulsten Echärtere. Ulgish kann euch die Aufgabe erklären. Er war noch nie sehr gesprächig. Mhm. Aber schaut mal, was ihr aus ihm herausbekommt, während ihr einander helft. Ich werde mit ihm sprechen, wenn er zurückkehrt. Okay. Na, dann wissen wir ja wohin. Ich will jetzt keinen mehr Mammutsklopf. Oh oh. Das ist sehr gut. Dornenherzband? Moment. Ja. Okay. Okay, 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 okay. Gut, ich muss das ganz kurz ausrüsten. Ja, und... Ja. Und jetzt schauen wir doch mal. Dornherz 2, super. Ich glaube, es wird. Aha. Im Psychic-Portal ist das also auch drin. Wow. Da ist er. Das ist, weil ich bin mit meinem, momentan mit meinem Bild so ein bisschen am Hadern und brauche noch ein paar Sachen von den Dornenherzen. Zwei habe ich. Ich brauche noch die Hänzen. Noch einen Ring. Und die Halskette. Wer seid ihr? Ach, ich verstehe. Das ist kein Mann. Bringen wir das hier zu Ende, damit ich zurück zum Clan kann. Was denn? Der Asara hat um einen Schneetrüffel gebeten. Dieses faule Vieh kann ihn erschnüffeln. Aber es ist eine Aufgabe für zwei. Mhm. Ich kann nicht Tripler hüten und gleichzeitig nach einem Schneetrüffel suchen. Was ein Schneetrüffel ist, ist schon klar, aber wozu? Wer weiß. Ein Trank vielleicht. Ihr bildet die Vorhut und sucht ein Trüffelfeld. Dann pfeift ihr. Ich werde Trippler in eure Richtung schicken. Ich weiß, wer das ist. Und ich behaupte es jetzt einfach mal. Das ist das Mädel, was diesen anderen heiraten sollte. Und ich glaube, sie werden den Clan zusammenführen, wenn ich das richtig mache. Trippler wird das Feld aufspüren. Wenn es dort einen Schneetrüffel gibt, dann wird er ihn ausgraben. Schnappt ihn euch und bringt ihn zu Yasara. Bin ich mir ganz sicher. Trippler schläft tief und fest. Verpasst ihm einen ordentlichen Tritt, um ihn aufzuwecken. Ja, mache ich dann. Also, das ist vom Voice Acting sehr gut. Also jetzt ernsthaft. Man vermerkt fast nicht, aber also, das ist sauergoldig gemacht. Ich hoffe, ich irre mich nicht, dann mache ich mich gerade lächerlich. So. In der Nähe von Felsen und Bäumen. Von hier bis Chatul gibt es jede Menge davon. Deswegen lagern sie hier im Winter. Ich lebe schon seit Jahren in Orsinium. Manchmal vergesse ich, dass das Schatten zu Hause ist. Findet einfach den Schneetrüffel. Es ist kalt hier draußen. Mhm.
der kommt mir jetzt noch. Okay. Na komm. Ah, so geht es also. Komm her. Na komm da. Oh, das ist eine geile Story. Gefällt mir richtig gut. Wenn es so ist, wie ich denke. Das habe ich ja schon vorweggenommen. Auf diesem Feld gibt es nichts. So, dann gehen wir auch zum nächsten. Oh. Ich mach doch schnell erstmal Mund weg. Nein, auch nichts. Gut, dann weiter. Na? Hier? Ich glaube, er hat einen. Trippler hat sich etwas Schlaf verdient. Gehen wir zurück nach Schatten. Ich glaube, er hat einen. Quatsch. Das war das falsche Sempel. Habt ihr Olgesch gefunden? Mhm. Gut, gebt ihn her. Olgesch hat meine Prüfung bestanden. Um mit Trippler fertig zu werden, brauchte man schon immer zwei Leute. Dass Olgesch euch mit dem Schneetrüffel zurückschicken konnte, verrät mir, dass er gelernt hat, sein Temperament zu zügeln. Das ergibt Sinn. Und was nun? Laurik und Olgesch sind schon die einzigen offenkundigen Anwärter auf den Rang des Häuptlings. Sie müssen die Blutkuppe betreten und sich unter dem strengen Blick Malakats duellieren. Wer lebend herauskommt, wird der neue Häuptling der Schatul. Was mit mir? Nur ein Ork kann Häuptling der Schatul werden. Oder irgendeines anderen Ork-Clans. Es ist... Ich weiß nicht, wie ich es noch einfacher ausdrücken sollte. Ja, ist schon klar. Ich habe nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Im Namen von Schatul ernenne ich euch zum Blutsverwandten. Fortan sollt ihr immer einen Platz unter uns haben. Ich habe Laurik bereits zur Blutkuppe geschickt. Könnt ihr Olgesch Bescheid geben, dass er kämpfen soll? Ich würde das ja gern übernehmen, aber ich muss mich um meinen Sohn kümmern. Ich sag Bescheid. Olgesch sollte in seinem Zelt sein. Und vielen Dank für den Schneetrüffel, Blutsverwandter. Ich bin ein Ork, Blutsverwandter. Manchmal kann man sich für die kleinsten Gefallen nur am schwersten revanchieren. Ja. Das war die Lieblingsspeise meines Sohnes. Sein Herd weib der Dutzende von Rezepten. Mhm. Er liebte sie alle. Er wird ihn nicht mehr schmecken können. Sein Verstand, wisst ihr, es ist nichts mehr davon übrig. Doch ich mische ihm den Trüffel unter das Gift, damit er ihn noch ein letztes Mal genießen kann. Ist die Frage jetzt ernst? Gift? Welches Gift? Das sind Orks. Sterbehilfe. Und zwar in diesem absolut nachvollziehbaren Fall. Na, ist ja wohl... Das Gift, welches die Hülle, die von seinem Körper zurückgeblieben ist, nähren wird. Das ist gnädig. Nein, ich bin es. Ich ermorde meinen eigenen Sohn. Warum? Plan Schatul muss überleben. Bevor ein neuer Häuptling auserwählt wird,
muss der alte Häuptling sterben. Bis Laurik und Ulgesh die Blutkuppe erreichen, wird okay. Das Gift sein Werk getan haben. Malakath wird sich daran nicht stören. Also, der Grund finde ich doof, aber die Sache ist in dem Fall, naja, nachvollziehbar. Gut, boah. Das bezweifle ich. Ein Ork aus Shatol würde das wirklich verstehen. Ihr seid keins von beiden. Doch ihr seid ein Blutsverwandter unseres Clans. Eben. Und eure Worte geben mir die Kraft, das zu tun, was getan werden muss. Und der Clan Shatol muss überleben. Der Spieler, der den guten Resultat spielt, der versteht's auch. Also, für mich wäre Sterbehilfe natürlich nichts. Ich habe vor nichts mehr Angst als vor dem Tod, aber ich respektiere, dass andere das ja, so sehen. Absolut. Ja, wo muss ich hin? Findet Ulgesh, ja, mache ich doch. Dann ist die wohl da drin. Der. Hier drüben. Wir müssen reden. Unter dem Helm von Ulgesh heraus betrachtet, saht ihr völlig anders aus. Mhm. Ich wusste das. Das kann ich wirklich behaupten, ja? Ich? Was? Was wusstet ihr? Genau. Ich hab's ja, das ist... Ihr habt recht. Woher wusstet ihr, dass ich es war? Das ist eine geile Story, wirklich. Auch wenn ich sie vorausgeahnt habe, aber trotzdem geile Story. Ich verstehe. Mhm. Ihr scheint viel über mich zu wissen, Schneetürfel. Aber nicht alles. Mhm. Ja. Eine befreundete Händlerin hält mich auf dem Laufenden, was die Shatul anbelangt. Als sie mir von den Verletzungen meines Vaters berichtete, musste ich zurückkehren und versuchen, Häuptling zu werden. Mhm. Clan Shatul muss überleben. Was haltet ihr von Laurik? Laurik ist ein guter Krieger. Besser als mein Vater. Doch das ist das Problem. Er hat meinen Vater nie herausgefordert. Er ist wie eine härtere Bulle, der sich der Paarung verweigert. Ganz gleich, wie viel Ingwerbrei man ihm füttert. Ja, schon klar, aber wie fehlt ihr ihn? Ich habe schon seit Jahren nicht mehr daran gedacht. Er war für mich immer nur Onkel Laurik. Mhm. Er hat mir beigebracht, wie man Hacken spielt. Okay, das möchte ich nicht genau wissen. Er nannte mich immer seine Kleine, auch als ich fast so groß war wie er. Ich habe zu ihm aufgeschaut. Dann bestand Vater darauf, dass ich sein Jagdweib werde. Also ist er wirklich in Ordnung? Das Herz von Laurik steckte nie in dieser Verpartnerung. Doch sie abzulehnen, hätte nur zu einer Fehde geführt. Vater war unerträglich. Die Tochter eines Häuptlings muss die Bürde des Clans tragen. Aber Kinder sind eine Bürde, die ich niemals austragen werde. Weder für den Clan, noch für sonst jemanden. Ja, kannst du Häuptling werden? Wart ihr schon mal in Orsinium? Der König hämmert auf die Traditionen ein, die die Orks in ihren verelendeten Festungen gefangen halten. Er härtet uns ab. Er schmiedet uns zu etwas Neuem, zu etwas Besserem. Ich werde der Häuptling der Shatul. Und in einem Jahrzehnt wird es Tradition werden. Die Shatul werden die euch, akzeptieren? Manche werden das nicht. Sie fordern mich womöglich heraus. Dann werde ich sie töten. Aber wenn die anderen Clans herumzustänkern beginnen, dann werden die Shatul zusammenstehen, so wie wir es immer tun. Doch, wir verdreifachen einfach die ichartere Preise mit einem eingebauten Blutzoll, weil sie respektlos waren. Die erinnert mich an irgendwen, irgendeine Schauspielerin oder Moderatorin. Ich glaube, diese Malakath-Eiferer werden uns reich machen. Das wird den König glücklich machen. Und wenn er mich bittet, sein Häuptlingsweib zu werden, dann werde ich ablehnen. Aber ich werde ihm Gelegenheit geben, mein Königsmann zu werden. Ich verstehe. Also was jetzt? Jetzt mache ich mich zur Blutkuppe auf. Dort werde ich Laurik erschlagen und Häuptling der Shatul werden. Okay. Damit das so kommen kann, muss meine Großmutter von meinen Absichten erfahren. Gebt ihr Bescheid. Ich schwöre es beim Andenken an meine Mutter. Ich werde diesen Gefallen erwidern, sobald ich Häuptling bin. Ich will aber nicht, dass der... Ja, wirst du Kurok die Treue schwören? Mit Freude. Was soll ich sagen? Sagt ihr die Wahrheit. Mich schert es nicht, ob es ihr recht ist. Sie wird den Clan darauf vorbereiten müssen, damit das gelingen kann.
Falls es Malakad missfällt, kann er mich in der Blutkuppe niederstrecken. Aber Clan Shatul muss überleben. Mhm. Geht. Es bleibt nur wenig Zeit. Ich mach's. Gut. Mhm. Dann laufen wir sogar ein bisschen. Hm? Oh, die Story ist echt klasse. Mein Sohn, Häuptling Orgzor, ist tot. Laurik wartet bei der Blutkuppe. Mhm. Ist Ulgisch auf dem Weg? Was? Ushruka wurde aus Shatul verbannt. Ich würde sie nie als Anwärterin zum Häuptling zulassen. Deswegen. Sie, dieses törichte Mädchen. Wir sind ein Clan, der die Traditionen achtet. Die Shatul werden niemals eine verbannte Frau als Häuptling akzeptieren. Mhm. Genau. Wäre sie das Jagdweib von Laurik geworden, wie mein Sohn es wollte, dann wären die Shatul für die Hochzeit geblieben. Wir wären zur Stelle gewesen, als das Reg den Clan von Laurik angriff. Ihre Selbstsucht führte zu ihrer Vernichtung. Nehmt diese Ritualklinge. In ihrem Kern hat sie eine Schwachstelle, genau wie Laurik und Ushruka. Tauscht die Klinge des schwächsten Bewerbers gegen diese hier aus. Gerecht? Ich habe gerade meinen Sohn sterben sehen. Nichts davon ist gerecht. Wow, jetzt wird's eklig. Die fehlerhafte Klinge ist eine Prüfung. Ein schwacher Bewerber, der trotz dieses Nachteils gewinnt, verdient es, Häuptling der Shatul zu werden. Wirklich? Wenn die Klinge versagt, wird der schwächste Bewerber schon fast sicher sterben. Wenn sie... geht. Es bleibt nur wenig Zeit. Möge Malakad dem Sieger hold sein. Okay. Wir gehen mal hin und gucken, was wir machen können, weil wir konnten ja nicht völlig ablehnen. Oh. Ich muss eigentlich niesen. Versuche gerade. Ne, ich werde es müssen. Ah! Okay, so. Hui! Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ist nicht nötig. So, und rein damit. Juhu. Ich werde ihre tauschen. Weil sie wird es dann trotzdem werden. Dankeschön. Das war nett. Irre Leitung. Okay. Hä? Hey. Darf ich nicht da rein? Oh oh, jetzt sag. Ach Gott sei Dank. So. Weiter. Und jetzt? Natürlich renne ich jetzt die Nase. Habe ich was zum Putzen da? Einen kleinen Moment wieder. Oh, bitte, ich hasse es. Ach. Es ist irgendeine seltsame Allergie und ich weiß nicht gegen was. So. Aber wo verstecke ich mich denn? Ah, da. Ja, oh, war richtig. Wenn Ulgesh euch sieht, tötet er euch. Ulgesh ist in Orsinium. Er verkaufte mir seine Rüstung, bevor ich nach Shatul kam. Ach, das ist gut. Was habt ihr getan? Shatul muss überleben. Haltet euch nicht zurück, Laurik. Malakad bevorzuge den Sieg. Na, na, macht. Oh ne. Leb wohl, Kleines. Och, nö. Och, Mann. So, ich dachte. So wollte ich das nicht.
Genau. Ich wollte das nicht. Ich wollte eigentlich, dass sie das wird. Ich mochte beide. Ach, ihr Orks, ihr seid immer so. So. Ihr seid zurückgekehrt. Wer ist der neue Häuptling der Shatul? Hm. Ich verstehe. Unser Clan wird glauben, dass Malakat jene Treue belohnt, die Laurik meinem Sohn gegenüber gezeigt hat. Man wird seinen Sieg akzeptieren. Fürs Erste. Ich werde ihn gern beraten, wenn er es denn zulässt. Und ich werde genau auf jede Schwäche in seinem Herzen achten. Clan Shatul muss überleben. Ist ja gut. Und jetzt? Ihr alleine seid von der Blutkuppe zurückgekehrt. Habt ihr zu Malakat für euren Sieg gebetet? Ich brauche keine Gebete. Nur meine Kraft. Nun geht denn, mein Häuptling, und empfangt euren Clan. Shatul, ich präsentiere euch euren neuen Häuptling. Häuptling Oxor war gut für Shatul. Obwohl Ushruka durch meine Hand in der Blutkuppe fiel, schwöre ich, wie ihr Vater zu führen. Ich habe meinen besten Freund verloren. Dann habe ich seine Tochter getötet. Die Frau, die ich hätte heiraten sollen. Wenn es kommt, kommt es für gewöhnlich richtig dick. Aber im Augenblick fühlt es sich mehr so an, als käme es dünn aus dem Hinterteil eines Echatere. Ja, es ist ja gut. Ihr? Natürlich habt ihr meine Unterstützung. Ihr habt viel für die Shatul getan und standet mir bei, als mein Freund starb. Wenn es an der Zeit ist, werde ich ihn anhören. Ich gebe euch mein Wort. Ich wollte eigentlich eher fortschrittlich sein und die Frau... Ach, egal. Das ist nicht gerecht. Was? Dann haben wir jetzt also einen neuen Häuptling. Jeder ist bereit, Häuptling Oxor einfach zu vergessen. Den Mord an ihm zu ignorieren. Hä? Urkeil, das Beil mag mir den Verstand meines Gatten geraubt haben. Doch die Schuld daran trägt Lagosch. Sie betet insgeheim zu Boethia, dem dädrischen Fürsten des Mordens. Ihre Gebete haben den Tod von Häuptling Oxor herbeigeführt. Ich habe... Mir fehlen bislang nur die Beweise. Und das ich bin nicht länger das Herdweib der Shatul. Das Leben meines Gatten wurde mir von seinem Jagdweib gestohlen. Meiner eigenen Clanschwester. Ich will Gerechtigkeit. Verstehe ich. Versucht es in dem Riesenlager, das Häuptling Oxor zum Verhängnis wurde. Oder bei Lugbak. Fragt ihn, was er in der Nacht vor dem Angriff gehört hat. Und durchsucht das Zelt von Lagosch. Konfrontiert sie mit allem, was ihr findet. Ich will wissen, wie sie sich da herausreden will. Was passiert? Die Shatul ziehen mit den Ichatere durch die Lande. Wir haben keine Gefängnisse, sondern nur den Kodex von Malakat. Wenn ihr einem anderen Mitglied des Clans Unrecht tut, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Begleicht die Sache mit Gold oder mit Blut. Was brauchst du? Ich weiß es nicht. Gift. Opfergaben für Rituale. Zeit, in der sie nicht beim Clan war. Alles, was sie mit Boethia in Verbindung bringt. Okay. Machen wir. Ihr seid der Trippler geholfen hat, den Schneetrüffel zu finden. Alle nennen ihn faul, aber sie wissen einfach nicht, wie man die richtigen Anreize für ihn setzt. Mhm. So, dann erzähl mir mal. Es war nichts. Nun, Stupsi ist in jener Nacht verschwunden. Als ich sie draußen im Schnee erwischte, hörte ich jemanden singen. Es klang wie Glagosch, aber ich blieb nicht da, um lange zuzuhören. Wenn das Jagdweib des Häuptlings nachts alleine singen möchte, dann ist das ihre Angelegenheit. Jawohl, Captain. Schauen wir uns noch das Lager an, dann sehen wir es ja.
dann stellen wir Blagosch zur Rede. Okay, dann haben wir das auch schon. Ich hätte an der Seite meines Gatten sein müssen. Dann wäre er noch am Leben und ich noch immer sein Jagdweib. Falsche Schlange. Oh, worüber? Wir sind ein Clan, der viel durch die Gegend reist. Nachts wird es oft langweilig. Manchmal singen wir dann, um uns bei Laune zu halten. Ach das! Ich habe nicht gesungen, ich habe gesummt. Ich war gerade auf der Jagd, als ich über einen Mammut stolperte. Sie sehen nachts sehr schlecht. Wenn man aber summt wie ein Riese, dann kann man ihnen manchmal vorgaukeln, dass man keine Gefahr ist. Das ist meine Jagdklinge. Häuptling Ogsor muss sie sich auf seinem Weg zum Riesenlager geschnappt haben. Geht vorsichtig mit ihr um. Ihre Schneide ist mit einem lähmenden Gift bestrichen. Sein Schwert klimpert. Es hat viele kleine Schnallen an der Scheide. Aber meine Klinge ist leiser als jeder Dieb. Ich wette, er wollte mich an dem Morgen, an dem er verletzt wurde, einfach nur nicht aufwecken. Dieser Narr war wild entschlossen, sich zu beweisen. Er wollte beim Kampf gegen den Riesen sein Jagdweib nicht dabei haben. Und was mit dem Buch? Ihr habt mein Zelt durchwühlt. Wärt ihr nicht von unserem Blut, würde ich euch dafür aufknüpfen. Nicht, dass euch meine Dinge etwas angehen würden. Aber es ist ein Buch über Kampfpoesie. Ich lese so etwas gelegentlich. Das predigen sie doch in Orsinium, oder nicht? Es ist immer klug, in Bezug auf die Politik des Königs auf dem Laufenden zu sein. Lieber kennt man die alten Sagen, als wie ein Hohlkopf dazustehen. Nun, ich aber nicht. Was hat all diese Fragerei zu bedeuten? Da sag ich dir. Ach, das arme Mädchen ist noch immer jung. Sie kann nicht akzeptieren, dass ihr Mann in einem fairen Kampf gefallen ist. Es gibt keine Verschwörung. Nur einen guten Mann, der vor seiner Zeit fiel. Sagt ihr das? Stimmt das? Ich meine, ich habe ja keine Wahl. Ja, deswegen kann ich auch nichts falsch machen. Oder muss ich jetzt entscheiden? Also, was habt ihr gefunden? Was hatte sie zu sagen? Ich wusste es. Ihre Hände sind rot vom Blut meines Mannes. Versteht ihr? Eine Kultistin singt für ihren dädrischen Fürsten, genau wie in den Geschichten. Ich wette, sie hat im Mondlicht grässliche Verrenkungen angestellt. Vielleicht hat sie etwas gesungen, um Urkeil das Beil zu verzaubern. Wir alle haben schon gesehen, wie sie das macht. Natürlich würde sie das sagen. Die Anhänger Boetias leben nur dafür, andere zu täuschen. Sie hat Boetia angebetet, ganz ich gleich, was nicht. Immer sie selbst dazu sagt. Häuptling Ogsor hat Gerechtigkeit verdient. Etwas muss wegen Glagosch getan werden. Die Beweise reichen aus, um den Blutzoll von Glagosch zu verlangen. Ihr habt recht. Ich war einfach nur so wütend. Wenn sie an seiner Seite gewesen wäre, wäre er noch im Leben. Wir wären immer noch eine Familie. Ich werde mit Glagosch sprechen. Wir haben beide jemanden verloren, der uns sehr wichtig war. Na, geht doch. Super. Juhu. So, verpflichtet den Häuptling der. Wo ist denn der Häuptling der? Der ist da. Ich bin hier, dann gehen wir zu jenem Wegschrein und dann zu diesem. Lö. So. Ja. Upsi. Na, Mann. Ich will euch nichts Böses. So, super. Und dann, jo. Gut. Na, zu dem, das ist besser. So, da lang müssen wir. Ah ja, stimmt ja. So. Ich fände ja jetzt so einen. So ein Psychic-Portal fände ich ja jetzt total sexy. Und diese
sieht mir ja relativ gut und dann hätte ich vielleicht meinen zweiten Ring. Jetzt wimmelt es in Wiegenbruch von Riesen. Ist das etwa besser? Wirklich? Ach komm, sei ruhig. Und da müssen wir rein. Bevor wir da reingehen, mache ich hier mal eine kleine Pause. Die Natur ruft so ein bisschen. Und bin gleich wieder da. Und natürlich für euch YouTube-Zuschauer in der nächsten Folge.